Das Camp mit den Raiders, das wir jetzt zum vierten Mal haben, ist sehr wichtig für uns und ein wichtiger Bestandteil unserer Vorbereitung. Es ist das erste Mal, dass wir gegen andere Helme spielen und das sind natürlich auch die Swaco Raiders Tirol, das heißt, das sind nicht irgendwelche Helme, sondern die spielen ganz oben mit. Das war damals, ich glaube, da hat der Mario uns mal zu einer Klinik eingeladen. Das geht schon ein bisschen weiter zurück, noch mit Jamil. Die haben uns damals eingeladen und dann haben wir ihm erzählt, wo wir Camp machen, wie wir arbeiten. Und dann kam, glaube ich, irgendwann mal die Frage, ob man das nicht zusammen machen kann. Und wir haben natürlich immer irgendwie schon eine spezielle Vorbereitung gesucht. Dann ist es einfach so entstanden. Also das war dann, wir mögen die Coaches, wir mögen die Twister sehr und von daher war es dann auch okay für uns. Ich lerne auch sehr viel von Schuan. Ich betrachte ihn auch eigentlich als meinen Mentor, so zwar aus der Entfernung, aber ich lerne sehr viel von ihm. Wir telefonieren regelmäßig und es hilft mir und somit dann auch den Twister natürlich in puncto Organisation von dem Training. Und Schuan weiß ja auch, wie das in Deutschland läuft mit relativ kleinen Vereinen, dass da, wenn wenig Geld da ist oder keine Imports und Plätze, Training, das kennt er ja alles. Er ist ja auch nicht hier auf die Erde geplumpst und war sofort Raiders Coach. Und deswegen bringt uns das Camp als Organisation sportlich von den Connections und vom Wissen überhaupt brutal viel. You learn a different style, learn a different tempo. I always try to take something away from it because your bag of tricks as a coach can get bigger and bigger. So for me, it's learning different styles on how to teach or coach the same position or different positions even. I think that's the biggest part is learning from your mistakes. Es ist natürlich für alle ein schönes Event, denn hier vor diesem Panorama, auch im Hintergrund bei dem Wetter und praktisch mit dem ganzen Team hier zusammen zu sein, es fehlen noch ein paar, aber es ist wirklich super hier und gefällt uns ganz arg und wir nehmen auch natürlich viel mit vom Footballerischen her. Wir können hier Spielzüge jetzt mal gegen eine andere Defense ausprobieren. Die Jungs sind gut, die sind auf einem guten Level von der Geschwindigkeit und von der Technik. Da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten. Ist natürlich jetzt kurz vor der Saison ein bisschen schwerer. Aber wir können unsere Plays einfach mal durchlaufen, haben alles auf Video, können das analysieren und einfach am Schluss besprechen, was falsch gemacht wurde und was nicht. Gehört einfach dazu. Es ist, ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann, wie eine große Familie. Man wächst irgendwie rein und es ist wie ein großer Zusammenhalt. Also, ich bin zu den Twister gekommen, weil ich Urlaubsvertretung machen sollte vom Dr. Rieger, dem Teamarzt aus, für den Michael. Der war 4 Wochen zu Hause und dann dachte ich, naja gut, die 4 Wochen, die kannst du machen. Hast ja sonst nichts Besseres vor. Ja, und das war vor vier Jahren. Seither bin ich immer noch hier und es macht mir unheimlich Spaß. Mich betiteln sie ja zwischenzeitlich auch als Mama vom Team, was mich sehr ehrt, muss ich gestehen. Bin gerne Mama. Also meine Erwartung an das Trainingscamp ist, dass wir wieder viel mitnehmen, viel lernen können. Vor allem den Speed, was die Raiders in der Offense haben, müssen wir intensivieren, dass wir dazulernen können. Und ja, wir wollen ein gutes Trainingscamp am Ende abliefern. Ich lerne sehr viel von den anderen Coaches, vor allem von den Raiders-Coaches.
Wir sind sicherlich schon gut in Schuss. Wir haben sehr viel früher angefangen zu trainieren mit Football-Singen. Wir hatten eine 7-on-7-Liga im August, September, Oktober, haben da schon so 7-on-7 gemacht. Neue Sachen, die wir sonst nie gemacht haben. Wir sind sehr viel weiter voraus jetzt schon von den Schemes. Wir machen sehr komplexe Dinge jetzt schon, die wir in den letzten Jahren nicht um die Zeit gemacht haben. Und darum bin ich gut wohlgestimmt und wir sind gut. Eigentlich sind wir ganz gut eingestellt schon. Jetzt müssen wir nur eben unter Feuer die Sachen bringen. Die Twister sind nach meinem Empfinden diese Jahr körperlich sehr viel stärker als letztes Jahr, besonders up front in der D-Line und in der Offensive Line. Da kann man also auf alle Fälle frohgemutes in die Saison gehen. Ein paar von den Jungs der zweiten Reihe und der dritten Reihe in der Defense sind zickig, haben gute Plays gehabt und sind Playmaker, sieht man, da sind mehr Playmaker als in den letzten Jahren. Und ich denke schon, dass da sehr viel geht bei den Twistern. Also am Personal soll es nicht liegen. Jetzt weiß ich nicht, wie die mentale Seite ist, ob die Jungs beißen, ob die Jungs beim Training sind, weil machen wir uns nichts vor, ohne Training geht gar nichts. Und ich sage mal sehr gerne, du musst einen Preis zahlen für den Erfolg und wenn du den nicht gewillt bist zu bezahlen, wirst du auch immer Misserfolge erleben und auch diesen komischen Beigeschmack am Ende des Jahres. Also den Preis muss man zahlen und wenn man den nicht willig ist zu zahlen, dann kann man so viele gute Athleten zusammensuchen, wie man will, dann wird man den großen Wurf nicht landen. One, two, three! Oh yeah! Yeah! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.